Hallo meine YouTube-Friends, das Jahr 2019 ist bald vorbei und ich zeige euch gerne einen Rückblick über meine besten Teile, die ich euch das ganze Jahr in meinen Vlogs gezeigt habe. Das sind Teile, die ich mir nicht wegdenken kann aus meinem Alltag, die mich begleiten und ich hoffe, dass es auch euch begleiten. Deshalb eins nach dem anderen, welche das meine Lieblinge sind. Schaut schön rein! Unglaublich praktisch und stylisch sind die Handykette von der Linda Hering oder von der Elena The Label. In meinem Alltag definitiv nicht mehr wegzudenken. Hinter dem Label I Was a Bottle steht der Francesco Rossi. Und zwar tut er mit alten PET-Flaschen Shopper herstellen. Die sind cool, die sind farbig, stylisch, ein super Design und vor allem mega leicht. Und das ist wichtig, denn ich habe gerne den halben Haushalt in der Tasche rein. Den Schmuck von der Nadia Pröbsting liebe ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich selber trage ihre Malas wahnsinnig gern. Die sind unheimlich schön. Und Female Touch hat in der Zwischenzeit schon ein recht grosses Sortiment mit vielen, vielen anderen schönen Halsketten und Armbändern. Cozy Rolls habe ich so ziemlich genau vor einem Jahr entdeckt. Die Küsse sind so kuschelig und nicht nur eine Entlastung für den Rücken während dem Schlaf, sondern auch absolut ideal zum Entspannen vor dem Fernsehen oder natürlich beim Lesen. Und Yoga-Pants aus recyceltem PET sind von mir selber designt. Ja, ich finde sie absolut fantastisch. Von der Qualität her ganz fein und auch vom Print. Sie sind reversibel und vom Label Ohana Move produziert. Ja, und bald sind sie auch in meinem Shop erhältlich. Und selbstverständlich zeige ich euch mehr davon in einem meiner nächsten Vlogs. All die Lieblingsprodukte und natürlich viele, viele mehr findet ihr auf meinem Onlineshop luisarossishop.com. Vielen, vielen Dank. Ja, und es geht weiter am 17. Januar, dann bin ich wieder nämlich zurück. In der Zwischenzeit gehe ich auf Kreuzfahrt, meine allererste. Und es geht über Indien. Und wenn ich zurückkomme, geht es weiter mit dem Flieger auf New York. Ja, und auch dort behalte ich Türen offen und Augen offen und bringe ganz viele Tipps und Trends neu mit, die ich euch wird bringen dann in 2020. Ich freue mich auf euch und bedanke mich für alles. Danke vielmals, eure Luisa. Ciao zusammen.